Herzlich willkommen bei Abenteuer Hinterland. Ich mache heute mal eine kleine herbstliche Wanderung hier. Ich bin schon eine Zeit lang unterwegs und ich suche mir jetzt eigentlich ein Eckchen, wo ich mir einen Tee machen kann. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ja, ich würde mich freuen, wenn er mich begleitet. Ja, meine Lieben, ich bin immer noch unterwegs. Ich bin jetzt mal in eine andere Ecke, denn das war mir dazu überlaufen. Da waren viele Spaziergänger mit Hunde und sie sind dann immer sehr neugierig und da kann ich mir keinen Tee in Ruhe kochen. Ich gehe in die Natur, um mit der Natur eins zu sein und nicht mit den Menschen, denn dann könnte ich auch durchs Dorf laufen. Ja, jetzt ist es natürlich so, zu der Jahreszeit jetzt, da wird es verdammt schnell dunkel. Aber das soll mich heute nicht abhalten. Ich will mir noch einen Tee kochen. Und das ziehe ich jetzt auch durch. Ich habe ja alles bei. Ich habe eine Taschenlampe bei. Ich könnte jetzt querfeld eingehen noch. Ich sehe alles, auch wenn es dunkel wird. So. Ja, ich musste mir gerade unterwegs, musste ich anhalten. Und mir die Jacke anziehen. Es ist jetzt sehr, sehr frisch geworden. Aber so gehört sich das ja auch in diese Jahreszeit. Wir haben jetzt den 31. Oktober. Heute ist Halloween. Oh. Heute Nacht. Die Nacht des Grauens. Naja. Ich werde mir jetzt ein Eckchen suchen. Dann koche ich mir einen Tee. Vielleicht gehe ich hier drüben mal in den Steinbruch gucken. Und ja, ich würde mich freuen, wenn er weiter dabei bleibt. Ja, meine Freunde, hier ist man im Dunkeln mal schnell reingetreten. Deswegen passt immer auf. Und wenn ihr in den Wald geht und ihr wisst, es wird dunkel enden, dann nehmt bitte eine Taschenlampe mit. So, hier ist der Bunker nochmal von hier oben. Ja. So, ein kleines Stückchen noch. Hier kommt jetzt gleich ein herrlicher Fichtenwald. Und da hole ich mich hin. Aber wenn man jetzt wieder so bergauf läuft, oh, da wird es direkt wieder richtig warm. Erstmal was trinken. Puh.
so gut meine Action-Cam auch ist, was nicht gut ist, ist diese Fernbedienung. Diese Fernbedienung hier, die hat leider einen fest verbauten Akku und der hält nicht lange. Und hier drüber habe ich einen Bildschirm, wo ich sehen kann, was ich aufnehme, wie die Kamera steht und so. Leider ist das Akku jetzt alle und ich sehe jetzt nicht mehr hundertprozentig, was ich filme. Aber die hat ja hier so einen Weitwinkel. Ihr werdet schon das Wichtigste sehen. Ja, ich habe meinen Stanley Cup mit. Spiritusbrenner. Und immer mal einen kleinen Snack. Das ist hier sowas ähnliches wie Twix. Jetzt baue ich erstmal den Spiritusbrenner auf. Hört mal, wie still das hier ist. Ja, hört mal, wie still das hier ist. Bis auf ab und zu, dass hier mal ein Flugzeug rüberfliegt. Das ist schon fantastisch. Ups. So. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Das ist hier gerade so eine wahnsinnig stille Atmosphäre. Ich höre jetzt nur den Spiritusbrenner. Aus dem Dorf hört man ganz entfernt leise Geräusche ab und an. Aber ansonsten ist es hier mucksmäuschenstill. Herrlich ist das.
Ja, meine Lieben, das Wasser kocht. Es riecht sehr lecker. Es ist wieder ein Weihnachtstee. Winterfreude, Kräutertee. Ja, meine Freunde, ich werde mich jetzt langsam verabschieden. Ein bisschen kann ich noch aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hattet Gefallen an dem kleinen Video. Ich weiß noch gar nicht, wie die Aufnahmen werden, aber ich denke mal, da wird sich was ausmachen lassen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns demnächst. Bis dann, euer Volker. Macht's gut.